Hey, der ist Michi, Sie wissen, Martin Bimek und ich muss gerade kurz schnurren. Eigentlich haben wir hier gegen Basel gespielt. Und wir haben gewonnen, ja, gegen Basel. Aber irgendwie hatte ich das in so einem Ordner, gehabt, wo ich all meine Videos drin hatte. Wenn ich irgendwann heimkam, zwei Bierchen getrunken, dann habe ich den ganzen Ordner gelöscht. Darum kann ich jetzt das Spiel nicht zeigen. Aber ihr seht, wir sind vorgekommen, weil wir ja Basel geschlagen haben. Es ist ja sehr realistisch, Grasshoppers auf 2 und Basel auf Platz 5. Und wer ist am Schluss? Ja, können wir das nicht anschauen? Da, schauen, wer, Vaduz, das stimmt hingegen, das finde ich jetzt wieder, das ist sympathisch. Sio, naja, ich kann jetzt mit der aktuellen Tabelle anschauen und vergleichen. Und ja, wir spielen noch ein bisschen. Ja, da kommen die ganze Zeit zu geschehen. Was ist denn hier? Was ist. Wogo? Wie viel wollen Sie mir zahlen? AC Mailand. Spinnt, jetzt denn das Hirn geschissen. 18 Millionen kannst du mir zahlen, dann gebe ich dir das. Dann kannst du ihn haben. Hast du auch glücklich bei mir, ist ja logisch. Ich meine, ich bin ein guter Chef. Und irgendetwas ist auf mein Ding gekommen, auf mein Gamepad. Das ist irgendwie ganz. Warte. Das ist jetzt uncensored. Jetzt muss ich da hier noch. Mein Gamepad putzt. Irgendetwas ist da drauf gekommen. Ich weiß aber nicht was. Ich will es vielleicht nicht wissen. Wer ist das gruselig? Das ist so klebrig. Aha, das ist auch ein Gola, der da drüber gekommen ist. So. Ah, jetzt ist wieder gut. Ah ja, gut, so schlecht wie ich spiele, macht das, hat das keinen Einfluss. Also, wenn wir schnell schauen. Ja, weiß ich nicht, hä? Ja, also könnte der AC Milan nicht 18 Millionen investieren. Schauen wir gerade. Oh, Nationaltrainer-Offerte. Schau da. Hey, könnte Südafrika, könnte back to the Black Country, könnte gehen. Ah, schau da. Soll ich das machen? Nein, ich muss mich auf IB konzentrieren. Komm. Nein. Ich muss mich auf IB konzentrieren. Ich kann da jetzt nicht auf Südafrika gehen. Trainieren. Schauen wir schnell unsere Mannschaft an, was sich da geändert hat. Überhaupt nichts hat sich geändert. Da haben wir noch viel zu viele Spieler. Und die FIFA habe ich wirklich gekauft. He. Für nichts. Der Gent ist immer noch verletzt. In der Realität spielt er ja wieder, aber nicht gut. Unser Joker in der Realität ist der Joker, der Jungbub da hier. Der Mbabu, aber beim Game ist er nie da. Was der Bürgi macht, der verkehrt hat, sie können die alle verkaufen. Ich glaube, die sind ja auf unserer auf der Transferliste. Komm, wir gehen mal schnell noch schauen, ob die auf unserer Transferliste sind. Wenn wir das nicht, wo kann ich, wie finde ich die schon wieder? Spieler verkaufen, na ja, da kannst du den Ring längen. Ja, sind die auf der. Ja, schau da. Ja, das Zeug ist alles. Das ist alles, das ist alles. Ja. Warte. Die schlechten wollte ich natürlich. Bertone, ja gut, das gehört echt dazu. Ja, die anderen habe ich eigentlich alle. Die könnt ihr von mir kaufen und von machen. Das. So, wir spielen jetzt. Das wird das Video wieder hure lang. Gegen Fladuz. Faduz. Ja. Warum spielen die überhaupt in der Schweizer Liga? Hä? Ich könnte ja eigene Gründe. Der Fürst hat sicher Freude. Gewinnt der FC Vaduz immer. Ja, schau da, jetzt kommt hier der Top-Schuss, bevor wir loslegen. Ich hatte tatsächlich sehr viele Reaktionen gehabt. Das ist echt noch krass. Bei meinen Videos, oder? Meine 145 Abonnenten. Mein Top-Video hat irgendwie 1000 irgendwas, wo ich abfluche über die Mercy, über so einen Spielcharakter von Overwatch. Das Spiel kennt ihr vielleicht. Ich finde immer noch die Scheiße, aber da flamen es mir die ganze Zeit zu. Das Ding hat mehr Dislikes als irgendetwas anderes, aber das geht mir relativ im Arsch vorbei. Und das zweite Video, das auch positiv ankommt, sind Wir die. begrüßen Sie Ja, zur jetzt ruhe, heutigen schnurren da. Spielrunde. Ist das ist hier FIFA, obwohl ich Gott sei Dank schlecht Partie bin. voll Wut und Und Wütung. Leute, wir haben wirklich das Gefühl, sie sind Rekord. ein Fußball-Experte Der Mann mittlerweile. reicht es vom Es. Fußballerfolg. In wenigen Augenblicken dürfte es Komm, erneut. bist du so per Facebook so Fragen über so à Wie la, was schätzen haltest Sie du die davon, dass die Aussichten auf UEFA Europa für in Champions nächster League Saison will und Regeln ändern, dass die vier besten Fußballmeister Nationen vier Spots bekommen und werden dafür die dann anderen nicht mehr, inklusive die Schweiz, die dann auch Europa betroffen in wird? Und dann muss ich sagen, das ist mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt da mal könnte, wenn ich ein bisschen könnte, wer ist der Chef von FIFA? Keine Ahnung. Wenn ich könnte. Oh, jetzt mal jetzt erst schnell das Goal schauen. Was tut's? Kann nicht! Stärker
Hey, Vaduz kann nicht. Wenn ich Chef von UEFA werde, würde ich sagen, ja, okay, nein, wenn ich Chef von UEFA werde, wäre ich wahrscheinlich in der Ferien, weil ich so viel Geld habe. Aber wenn ich Chef wäre und müsste entscheiden, eigentlich sollten ja nur die besten Teams von den Nationen sein, respektive pro Nation von mir aus gesehen einfach ein Team. Weil ich will nicht Bayer Leverkusen oder what the fuck gesehen. Die sind zwar schon gut, aber das ist nicht der deutsche Meister. Oder? Das ist so ein bisschen die. Ich wollte eigentlich wirklich Schweizer Meister gegen Deutsch Meister, gegen Spanisch Meister sehen. Aber natürlich will das die UEFA nicht, weil die UEFA wollte natürlich international glänzen, dass ein paar Amis auch noch schauen. Oder? Und dann muss natürlich Real und Barcelona und PSG und Mailand und what the fuck und Manchester, alle, Manchester City, Manchester United, Chelsea, bla bla bla, muss natürlich irgendwie in einer von den Cups vertreten sein. Sei es jetzt in der Europa League oder natürlich in der Champions League. Und ja, jetzt haben sie dann die vier Spots und die anderen müssen sich darum kämpfen. Ich mache mir noch keine Hoffnungen, dass ich mal die Champions League gewinnt. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber trotzdem. Von mir aus gesehen ist jetzt eigentlich Basel. Ich muss auch ehrlich sein, ich bin auch nicht dafür, dass die Schweiz einen fixen Spot in der Champions League hat, weil ich finde einfach, der Schweizer Fußball ist nicht so attraktiv. Es tut mir jetzt einfach leid. Das ist wirklich. Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit. Wir müssen mal Sportarten vergleichen. Schweiz, Eishockey, sind wir eine von den. Oh nein, schau da, was ist das gewesen? Sind wir eine von den besten Nationen auf dieser Welt und das können wir über Schutt einfach nicht sagen. Dafür ist halt auch so, dass Shooter mehr Leute schauen und es mehr interessiert. Mich zwar nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, schaue lieber Hockey. Ja, dann. Ich bin einfach in erster Linie IB-Fan. In zweiter Linie finde ich den FC Thun auch noch recht sympathisch. Die Oberländer machen einen guten Job, wenn sie nicht bankrott gehen. Und der ist gut, oder? Der ist für mich okay. Der ist für mich wirklich okay. Natürlich bin ich noch ein FC Langenthal-Fan, aber das interessiert auch niemand. Und jetzt kommt er! Ey, der Goalie, du! Das ist ein super Goalie, was ich habe. Ich glaube, der Ball. Ui! Der Ball geht mir aus. Ja. Ja. 1-0 haben wir gewonnen, gegen Basel. Können wir nicht das 2-0 so? Im Moment kommt Abseits. Ist wohl tick zu früh gestartet. Und naja, ich meine, der FC Basel, dass der nichts hätte können machen in der Champions League, ja, das. Ja, ist es so, halt einfach. Also, ich bin wirklich dadurch, ich bin ja nicht Pseudo-Basel-Fan. Ich bin wirklich nicht Basel-Fan. Einfach auch nicht, auch wenn die Champions League spielen, ich jubile nie für Basel. Das ist nicht mein Club. Nichts gegen Basel selber. Ja. Gute Kollegen, die in Basel sind und so, super schöne Stadt und so, aber der Schulclub geht mir so am Arsch vorbei, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist genau gleich wie GC, GC Marsch vorbeigeht. Das ist. Und auch der FC Zürich geht mir am Arsch vorbei. Wobei die gehören schon wieder in die Nazi an, ganz klar. So wie die Spieler Nazi B-Jungen, what the fuck, was ist das gewesen? So wie die Spieler Nazi B unten, die wären auch in Nazi A, wären die im oberen Drittel. Die spielen gut. Du, aber jetzt kommt. Schau, jetzt kommt er noch. Ja, schau da. Jetzt kommt die geile Flanke. Komm. Ja, gut. Irgendwie kommen die sicher nicht mit. Jetzt können wir totaler Angriff machen. Vielleicht hilft es im zweiten Drittel. No, gegen Vaduz. Das ist natürlich nicht so der Hit. Ist irgendjemand, wo. Michi Frey. Yeah. Ist echt gut noch. Kuba hat nicht mehr so viel Pfupf, aber. Lassen wir noch. Und eine Frage vom. Oh, wie hat der geheißen? Marcel, irgendwas. Auf Facebook ist gesehen, aber ich glaube, dass ich wieder mal irgendein Schweizer Meister wird. Das letzte Mal vor 30 Jahren, dann bin ich auf die Welt gekommen. Ja, ich bin recht alter Sack. Ja, hoffen wir mal. So, hoffen darf man ja immer. Und jetzt, komm rein! Ah.
Aber also, ich meine, jetzt haben sie den Frédéric Picou weg, das geht jetzt zu Rapid Wien. Ich bin dort Sportchef oder whatever. Nicht Sportchef, er wird einfach Präsi. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt wollen sie sparen, haben den Picou entlohnt, zahlen ihm aber noch Lohn, wobei er jetzt gleich nicht mehr, weil er zu Rapid Wien geht. Ja, was soll ich sagen? Mesut Ich Özil ist finde. zu Bayern München gewechselt und Ja, verlässt ich den FC finde. Arsenal. Ein Momentan Ecke und IBE Schiedsrichter, der mich fragt, ist vor allem eine Duaro. Kleinigkeit. Der Michi Und so Frey, geht's zu einer seit Einwechslung er auf von dem Lille Platz. retour kam, Issa spielt Elliot. gut grundsätzlich. Hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Macht nicht mehr so viele Fehler. Wird immer besser. Also das ist sicher auch gut. Der Gent kommt natürlich von Verletzung zurück. Also, ja, der ist immer noch nicht so ein bisschen warm. Noch nicht wirklich vom, aber ja, hey, was erwartest du? Ja, ich glaube schon, Jetzt aber wird's ich gefährlich weiß nicht, werden. ob der Verwaltungsrat wir wollen auf das eigene Talent setzen, bla bla bla, ob das der richtige Weg ist. Und wenn der wie kann man besser werden, wenn man spart? In einem Sport, Jetzt wo hätte er alles beherrscht zu ist. tun. Upp, komm, jetzt Und kommt er der. schießt. Und ja, der Da Sieg, macht der er Goal klar. ist göttlich, Mann. Dem hat schon Und er Lohnerhöhung bleibt gegeben. dabei. Er hält weiter die Null fest. In einem Sport, wo es hure um Geld geht, obwohl immer alle behaupten, es Ein geht nicht um Kopfball. Geld. Na, schon wieder Super der. abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Also, wenn du mit Basel willst, mithalten willst, dann musst du investieren. Das könnte gefährlich Sonst werden. ist einfach Schwein. Sie Aber in suchen der die Regel Lücke. musst. Das Jetzt macht kann er den Vauberg Ball im reinspielen. Sturm. Yes, das Da geht. passt er auf. Ja, das 3 gegen 1. Also, ui, ui. Die Chance zur Führung. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Jetzt macht er noch das Goal. He? Oh, ein Haar. Hätte sie die Oh. Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Und jetzt sind hier noch 20 Ah, Minuten zu nice. spielen. Ich bin Viertelstunde. Ja, ich bin da Das könnte eine kritisch. Gelegenheit werden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt nicht irgendwie ein Shoot-Profi. Ich würde mich nie als irgendetwas. Ich finde es echt lustig, dass ihr in FIFA spielen meine Expertise hören Chance zum Führung wollt. jetzt Oh! bei diesem Eckball. Komm jetzt rein, komm! Er Ja, kriegt den ah! Ball. Ah, Und sicher jetzt hat der alles. Torhüter ganz sicher. Sicher hat alles. Ich bin Viertelstunde. Ich bin also einer, einfach Match gehen schauen, wenn ich mal gehe. Und dann frisse ich meine Mutig. Eibewurst. Oh, schaue den Match, trinke noch ein Bier. Und das ist ja gut, wisst ihr? Also, Und er wenn kriegt. Eibe gewinnt, dann ist das schön, oder? Jetzt wird's gefährlich. Aber wenn Eibe nicht gewinnt, dann bin ich jetzt nicht irgendwie depressiv. Das sage ich einfach wieder, habe ich ja gesagt. So, komm, schieß Zum doch Abschluss. das. Das gibt wieder ein No-No. Für Jetzt YouTube bleibt mache es ich immer spannend nur am No-No. Spielfeld. So, komm, jetzt, komm, ja. Also, komm, jetzt sind wir noch total. Jetzt gehen wir, ja, das ist davor auch nicht mehr. So, komm, den nehmen wir hier, den Duha nehmen wir für den Frei rein. So, komm, nehmen wir die rein. Und jetzt ist gut, komm. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Ja, auch nicht geschaut. Ich bin gerade. Wird's jetzt gefährlich? Nein, wird's nicht. Er schießt! Und jetzt haben Sie Ihr Pech bei diesem Versuch. Ach, der war wirklich So, knapp. jetzt kommt. Das bei dem Spielstand. Er hat noch 50, er hat noch 50. Zacharia, Zacharia, du geiler Sieg! Da setzt er zum Jawohl! Sprint an, kommt er durch. Ja, sicher kommt der durch, das ist ein krasser Kerl, Mann. Ah, komm, verwerke jetzt, komm! Klasse Rein, Aufbruch vom Torwart. rein! Der Ball Ah! gut weggefaustet. Da hat er Das sich ist schon so das ein Spiel Entschieden, gerettet, wieder. also unentschieden. Ey. Na! Nein! Er ist drin, Nein! er kann noch was Nein! werden. Nein! Nein! Und jetzt wird's eng. Kein Oh! Unterschied. Da steht es noch Unentschieden. und es bleibt beim 0 zu 0. Gegen Vaduz, du, das ist peinlich. Aber bei diesem Goalie, da ist die Ehre. Das ist
in den alten Glanzformen von GC aufgestiegen, ich weiß es nicht. Naja, also, ja, jetzt bin ich wieder zweit. Es ist krass, Ropperli sind wieder vorne. Können wir die wieder einholen? Der nächste Gegner ist. Ich weiß gar nicht, was der nächste Gegner ist. Was ist der nächste Gegner? Komm, jetzt schauen wir schnell. Transferangebote, ja, das ist doch schön. Ist mir scheißegal, so. Also, was ist der nächste Gegner? Komm, GC, Top-Duell, hä? GC. Ah, gibt es als nächstes? Bitte um Freigabe. Das will auch noch weg. Du bleibst bei IB, du musst gar nicht so viel. Wie 40 nehme ich dir, lohne ich dir im Go. Sicher nicht. Sofort verlassen. Kannst mich kreuzweise am Arsch lecken. Kannst mich wirklich kreuzweise am Arsch lecken. Du machst nichts, ich bin der Trainer, du bleibst. Obergeht oder bleibt, das werden wir sehen, weil der scheiß Verwaltungsrat kann. Wenn sie nicht sagen, man muss ihn freigeben. Wenn ihr das erleben wollt, müsst ihr hier weiter das Video schauen. Ja, Marc, ja, Feedback.